Ein Gebäude aus dem Krieg, gebaut für den Krieg. 1941 ist der Regierung der Vereinigten Staaten klar geworden, man würde sich nicht mehr lange aus dem Zweiten Weltkrieg heraushalten können. Also haben sie begonnen, mit großer Hast das Pentagon zu bauen. Hier sitzen Militärs in geheimen Besprechungsräumen, sehen Bilder vom Krieg überall auf der Welt, steuern Krieger überall auf der Welt. Wenn eine Soldatin, ein Soldat stirbt, dann werden von hier aus die Briefe an die Angehörigen formuliert. Hier geht es jeden einzelnen Tag der Woche um Krieg, aber der Krieg ist immer ganz weit weg. Anders am 11. September 2001. Da hat der Attentäter Hani Hanju gegen 9.37 Uhr die Schubwerkshebel der entführten Boeing 757 ganz nach vorne geschoben, um mit der größtmöglichen Wucht hier in diese Seite des Pentagon zu prallen. 184 Menschen sind gestorben, 135 Mitarbeiter des Pentagons, 59 Passagiere und Crewmitglieder an Bord von American Airlines 77. Hier erinnert eine Bank, jeweils eine Bank, an ein Opfer des 11. September. Das jüngste Opfer war die dreijährige Dana Falkenberg. Wir bleiben ja in Afghanistan, wir wollen uns zurückziehen. Nach einem dilettantischen politischen Plan, das muss man dazu sagen, der Rückzug ist die schwierigste militärische Operation überhaupt. Und er wird von Politikern gesteuert, die überhaupt nicht verstehen, wie man so etwas macht. Sie waren am 11. September 2001 der ranghöchste Soldat der Bundeswehr, als Generalinspekteur der Bundeswehr. An was erinnern Sie sich, wenn Sie sich an diesen Tag erinnern? Nun, ich war auf dem Weg nach Budapest an diesem Tag. Wir hatten dort ein Treffen des Militärausschusses. Und als ich aus dem Flugzeug stieg, klingelte mein Mobiltelefon. Meine Frau war am Apparat und sagte, hast du Fernsehen gesehen? Die Antwort war natürlich nein. Und in dem Moment sagt sie, jetzt findet gerade wieder so etwas im Pentagon statt. Und heute Morgen sind die World Trade Center Towers eingestürzt. Das war der 11. September. War Ihnen denn auch klar, jetzt werden wir ins Spiel kommen? Also wir, damit meine ich jetzt das Militär, Soldaten? Nein. Das war zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht klar. Aber es wurde sehr schnell deutlich, spätestens zu dem Zeitpunkt, als die NATO erklärt hat, dies ist nun der Verteidigungsfall, dies ist Artikel 5. Da war das für jedermann ersichtlich. Aber auch vorher in den Gesprächen schon ist natürlich erörtert worden, was bedeutet das eigentlich? Dies ist ja ein Angriff von außen auf einen großen, den größten Verbündeten, den wir haben. Also sind wir hier gefordert, ist die NATO gefordert und hat das auch für uns Konsequenzen. Gibt es einen Ermessensspielraum, Herr Kujat, für einen Piloten, der in seinem Kampfjet sitzt und der den Befehl erhält, er möge diese Passagiermaschine abschießen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die rechtliche Situation im Augenblick ist, aber nach meiner Erinnerung gibt es keinen Ermessensspielraum, sondern er handelt auf Weisung der Befehlsstelle, die autorisiert ist, einen solchen Einsatzbefehl zu geben. Sie sind an so vielen Akademien ausgebildet über die Frage des Krieges, wie man Krieg führt, wann man Krieg führt oder warum man Krieg vor allen Dingen lieber lässt. Konnten Sie sich darunter was vorstellen, wie man Krieg gegen den Terror führt? Oder was Nein. haben Sie sich darunter vorgestellt? Nein. Also das war ja auch eine sehr diffuse Situation. Zunächst war der erklärte Gegner natürlich Al-Qaida und sehr schnell sind das ja auch die Taliban gewesen, die Al-Qaida im Grunde in Afghanistan geschützt haben, die Unterstützung gewährt haben, die Ausbildung durchgeführt wurden. Aber es war relativ schnell klar, dass es sich hier um eine Organisation handelt, die nicht auf Afghanistan beschränkt ist, sondern dass es eben eine Organisation ist, die auch in anderen Ländern
tätig ist. Es ist ein anderer Einsatz als der, den wir bisher gemacht haben oder die wir bisher gemacht haben. Es ist eine neue Herausforderung, aber es ist eine Herausforderung, der wir auch gewachsen sind. Wenn ich als Präsident, als amerikanischer Präsident oder auch als Bundeskanzler an Sie herangetreten wäre und hätte gesagt, Herr Kujat, 4-Sterne-General, internationale Erfahrung als Militär, es ist Ihr Thema über Jahrzehnte, soll ich Krieg gegen den Terror führen und wie? Nun, meine Antwort wäre zunächst mal gewesen, es geht darum, und das ist die primäre Aufgabe der Politik und auch des Militärs, es geht darum, die eigene Bevölkerung, das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung, unser Land selbst zu schützen. Wir haben in der Situation, in der wir uns damals befanden, gesagt, es geht vor allen Dingen darum, an den Ursprungsort des Terrors zu gehen, dort, wo er seine Wurzeln hat und ihn sozusagen an den Wurzeln zu bekämpfen. Auch heute die gleichen Bilder. Amerikanische B-52 am Himmel über Afghanistan. Sie werfen gewaltige Bombenlasten auf die Bergfestung Tora Bora im Osten des Landes, wo sich Terroristenführer Osama bin Laden wohl versteckt hält. Die Kämpfer der Anti-Taliban-Allianz kommen jetzt immer schneller voran, treiben mit Panzerbeschuss bin Ladens Al-Qaida-Krieger vor sich her. Damit er eben nicht in der Lage ist, Unsicherheit in andere Länder zu exportieren, sondern wir exportieren Sicherheit in diese Länder, stabilisieren diese Länder und sichern damit zugleich unser eigenes Land. Mir als Wahlbürger ist der Bundeswehreinsatz in Afghanistan so verkauft worden, dass die Bundeswehr da zwar auch ist, dass aber da Schulhefte verteilt werden, dass das Dachziegel auf Schulen gelegt werden, dass Brunnen gebaut werden. Ein Ständchen für die Zukunft, auch die Afghanistans. Die Kanzlerin besucht demonstrativ eine Schule in Mazar-e-Sharif. Bildung für Angela Merkel ein elementares Menschenrecht. Doch die Auslegung von dem, was als elementar gilt, ist am Hindukusch eben manchmal eine andere als in Deutschland. Doch für die Bundeskanzlerin gibt es Grenzen der folkloristischen Toleranz. Die Saat der Zukunft geht in den Schulen Afghanistans auf, findet die Kanzlerin. Und ihr Ratschlag, den sie den Jungen und Mädchen hier gibt, könnte auch für die internationale Gemeinschaft gelten. Na dann, lernt schön fleißig für die Zukunft. Ich fand das immer schon eigenartig, weil ich mir dachte, gut, wir haben ja auch das technische Hilfswerk. Wenn ich das richtig verstehe, wenn ich eine Armee richtig verstehe, wenn ich Soldaten richtig verstehe, sind das Leute, die dafür da sind, wenn es nicht mehr anders geht, Gewalt anzuwenden oder zumindest Gewalt anzudrohen. Also wie gravierend ist der Fehler gewesen, Herr Kujat, diesen Bundeswehreinsatz so darzustellen, wie man das getan hat? Ja, es ist ein ganz dummer Fehler gewesen, weil er der Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild vermittelt hat. Aber nicht nur deshalb, sondern weil die betroffenen Politiker eben in dem festen Glauben, es ist ja nur so ein Stabilisierungseinsatz, es auch versäumt haben, den Soldaten, die sie dorthin geschickt haben, das an Material und Ausrüstung zu geben, was sie wirklich für einen Kampfeinsatz benötigen. Das ist das eigentliche Versagen und das muss man den Politikern vorwerfen und das werfe ich ihnen bis heute vor. Also daran hat sich nichts geändert? Daran hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Jetzt sind schon lange die Deutschen mehrheitlich, ich glaube Anfang 2010 waren es 62%, das ist die Zahl, die ich jetzt habe, 62% gegen den Afghanistan-Einsatz. Und so bitter es sein mag für jemanden, der sein Berufsleben in den Dienst der Bundeswehr gestellt hat, muss man nicht letztendlich sagen, das geht in Deutschland nicht mehr. Es geht in Deutsche führen keine Kriege irgendwo mehr im Ausland. Wir lassen das einfach bleiben. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man der deutschen Öffentlichkeit von Anfang an klar und deutlich gesagt hätte, worum es hierbei geht, bei diesem Einsatz, dass die Einstellung der Bevölkerung auch eine andere wäre. Aber eine Bevölkerung, der man über Jahre lang ein völlig falsches Bild gezeichnet hat von dem Einsatz der Bundeswehr. Eine solche Bevölkerung ist frustriert, ist auch enttäuscht. Und es, im Grunde genommen geht es ja weiter. Und das, ja, das heißt aber, Herr Kujat, um da kurz das versteht die Bevölkerung. Aber die Bevölkerung versteht schon seit Jahren, aber mindestens jetzt, wenn man dann nach 10 Jahren mal einen Strich drunter macht, das ist von vorne bis hinten ein Debakel. Weil man hinterlässt ja auch kein Afghanistan, wo man der Meinung sein kann, oh, das ist jetzt endlich mal ein Staat, der die Nase hoch macht. Sie haben völlig recht. Deshalb müssen wir uns fragen, welches ist eigentlich der entscheidende Fehler, der zu dieser Situation geführt hat. Und dieser Fehler ist ohne weiteres identifizierbar. Der Fehler ist, dass wir gesagt haben, am Hindukusch wird auch Deutschland Sicherheit verteidigt.
Also Sie setzen sich da direkt in die Konfrontation, also widersprechen direkt Peter Struck. Ja, das ist nie der Fall gewesen. Wir sind dort hingegangen aus Solidarität zu den Vereinigten Staaten. Wenn man aus Solidarität mit einem sehr engen Verbündeten so etwas tut, dann kann man auch nach einer gewissen Zeit sagen, gut, haben wir jetzt das Maß an Solidarität erfüllt, das man von uns erwarten kann oder nicht, und man kann dann eine Entscheidung treffen, wir bleiben oder wir gehen raus. Wenn man aber sagt, am Hindukusch wird auch deutsche Sicherheit verteidigt, dann muss man eben dort so lange bleiben, wie die deutsche Sicherheit gefährdet ist. Wie ist Ihr Gefühl, Herr Kujat, wenn Sie sich überlegen, dass ja nach wie vor Soldaten nach Afghanistan geschickt werden, sich nach wie vor Bundeswehrsoldaten in Afghanistan aufhalten? Das heißt, es gibt nach wie vor Angehörige von Bundeswehrsoldaten, die jeden Morgen aufwachen und jeden Abend ins Bett gehen und hoffen, dass dem Mann, der Frau, die da gerade ist, nichts passiert. Ja. Was ist das bei Ihnen für ein Gefühl? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Diese Soldaten gehen dahin, wissend, dass dieser Einsatz ja in 2 Jahren beendet sein soll. Sie gehen also nur hin, um diese 2 Jahre zu überbrücken. Und ja, dazu gibt es doch keine Alternative, wenn Sie sagen, der Rückzug muss geordnet ablaufen. Das ist eine schwierige militärische Übung. Dafür gibt es schon eine Alternative. Eine Alternative hätte es gegeben, indem man von vornherein klar gesagt hätte, es handelt sich hier um einen Akt der Solidarität gegenüber den Vereinigten Staaten. Es hat aber nichts damit zu tun, dass wir die Sicherheit Deutschlands verteidigen müssten. Dann wären wir schon längst draußen oder hätten schon längst draußen sein können. Ja, aber wir haben ja auch ein Interesse daran, dass Sie sagt, Peter Struck beispielsweise, wir haben ein Interesse daran, dass in Deutschland niemand irgendwelche Bomben, weiß der Kuckuck wo, unterbringt und was für Ziele auch immer in die Luft jagt. Also deswegen muss man natürlich sich darum kümmern, dass denjenigen, die das planen, und Deutschland ist ja angeblich immer wieder auch Zielland von solchen terroristischen Aktionen, zumindest ist in der Planung gewesen, da muss man sich darum kümmern, dass man diesen Leuten das Handwerk legt, da wo sie sind. Da kann man nicht sagen, dass die Amerikaner hingehen. Ja, das ist schon richtig. Was bedeutet das aber? Das bedeutet ja, dass wir nicht rausgehen können. Denn die Taliban werden auch in 2 Jahren noch aktiv sein. Und wahrscheinlich noch sehr, sehr viel länger. Es wird ein stabiles Afghanistan oder wie die Floskel früher immer ist, mit selbsttragender Sicherheit, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Es ist der schwerste Terroranschlag auf die Bundeswehr seit knapp 4 Jahren. Hier auf diesem Markt waren die deutschen Soldaten unterwegs. Sie sollten im Zentrum von Kunduz technisches Gerät beschaffen. Die Deutschen waren mit Sicherheitspersonal unterwegs und hätten den für den Afghanistan-Einsatz erforderlichen Schutz gehabt, so Verteidigungsminister Jung. Der Attentäter habe sich aber direkt neben ihn in die Luft gesprengt. Wir gehen raus in 2 Jahren und wir übertragen unsere Sicherheit den afghanischen Sicherheitskräften. Das ist ja die logische Konsequenz dessen, was Sie gerade sagen. Wollen wir das? Ich will es nicht. Wollen Sie es? Wahrscheinlich auch nicht. Wenn man jetzt an die handelnden Personen denkt, viele Journalisten kennen Leute wie Donald Rumsfeld aus der Distanz, haben den beobachtet. Sie kennen den aus dem persönlichen Gespräch, so wie andere Leute, die damals eine Rolle gespielt haben, auch. Stimmt der Eindruck, dass diese Leute sich über ganz viele Ratschläge, guten Rat von Leuten, die sich auskennen, beispielsweise auch im Militär hinweggesetzt haben? Bei Donald Rumsfeld, der in seinen Memoiren ja sagt, es sei nicht der Fall gewesen, ist das nach dem, was ich weiß, tatsächlich so gewesen. Bei dem damaligen Außenminister Paul, den ich sehr schätze, der ist möglicherweise dort in eine Situation geraten, wo er Dinge gesagt hat, die er nachher sehr bereut hat. Das Verhalten des Iraks zeigt, dass Saddam Hussein und sein Regime keine Bemühungen unternommen haben, abzurüsten, wie dies von der Völkergemeinschaft verlangt worden ist. Die Fakten und das Verhalten des Irak zeigen, dass Saddam Hussein und sein Regime ihre Bemühungen, weitere Massenvernichtungswaffen herzustellen, verbergen. Wenn Sie sagen, man hätte den Deutschen den Afghanistan-Einsatz besser erklären müssen, dann würden sie den auch nicht mehrheitlich ablehnen, was sie tatsächlich tun. Dann gehen sie auch davon aus, wie das Verteidigungsminister Peter Struck oder der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck sagt, dass man die Deutschen darauf vorbereiten kann, in der Zukunft tatsächlich Soldaten nach hier und nach da zu schicken, um
um Interessen der Bundesrepublik, um Interessen der westlichen Welt auf kriegerischem Wege durchzusetzen. Sie halten das für möglich? Ich halte das für möglich. Ich glaube, dass unsere Bevölkerung sehr viel erwachsener ist in der Beziehung, als die Politik glaubt. Aber die Öffentlichkeit reagiert auch sehr empfindlich, wenn sie den Eindruck hat, dass man ihr nicht die Wahrheit sagt oder dass man versucht, sie hinter das Licht zu führen. Und das ist in der Tat im Hinblick auf Afghanistan viele Jahre der Fall gewesen. Es kommt bei Afghanistan noch etwas anderes hinzu. Es bleiben die sichtbaren Erfolge aus. Und das spielt bei der Bevölkerung eine große Rolle. Das heißt, ich frage mich natürlich als Vater oder Mutter, ich schicke meinen Sohn dorthin, der setzt sein Leben aufs Spiel. Und dann lese ich immer wieder in der Zeitung, es geht überhaupt nicht voran dort, es stagniert und die Sicherheit wird nicht vergrößert. Aber er riskiert sein Leben dort. Diese beiden Dinge kommen zusammen. Und das Dritte, was auch zu dieser Einstellung mit beiträgt, vielleicht nicht in dem Maße wie die anderen beiden Aspekte, aber doch zumindest in Kreisen der Bundeswehr und darüber hinaus, ist die Tatsache, dass unser Parlament unsere Soldaten in einen Einsatz schickt, ihnen aber nicht die Mittel gibt, die diese Soldaten brauchen. Nicht nur, damit dieser Einsatz ein Erfolg wird, sondern damit sie ein Höchstmaß an Sicherheit für sich selbst garantieren können. Das ist etwas, was Politiker anscheinend nicht verstehen. Eine hohe technologische Qualität der Ausrüstung ist nicht nur Voraussetzung für den militärischen Erfolg, sondern es ist auch eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir ein Höchstmaß an Sicherheit für die Soldaten erzielen können. Und das wird über Jahre von unserem Parlament ignoriert. Unterm Strich gesehen, Herr Kuja, wenn man vor allem auch bedenkt, wie viele Zivilisten umgekommen sind, sowohl im Irak als auch in Afghanistan, verheerende Ziffern. Das kann im Moment auch noch gar keiner genau zusammenzählen, weil da schwanken die Zahlen. Das ist aber immer, wir sprechen immer über Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende. Wenn man das betrachtet, müssten Sie dann nicht in der Rolle des Elder Statesmen, der Sie heute sind, als ehemaliger Vier-Sterne-General, als hoher NATO-Offizier, müssten Sie nicht heute, wenn Sie irgendjemand, der politisch Verantwortung trägt, fragt, soll ich mich an einem militärischen Einsatz beteiligen, soll ich Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, müsste Ihr Ratschlag eigentlich nicht immer sein, eher nein, besser ist, nicht? Ist auch. Ich glaube, ich kann das auch, das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt, glaube ich, für alle Soldaten. Diejenigen, die am wenigsten bereit sind, zu einem Krieg oder zur Teilnahme an einem Krieg zu raten, das sind die Soldaten. Und sie sind es deshalb, weil sie persönliche Erfahrungen haben, weil sie wissen, wie solche Kriege geführt werden. Deshalb ist also für jeden Soldaten die Tatsache, dass solche Kriege vermieden werden müssten, selbst dann, wenn man aus moralischen Gründen das eine oder andere mal sagen würde, eigentlich müssten wir hier einschreiten. Ich denke hier zum Beispiel an Libyen oder auch an Syrien. Die ist doch Zurückhaltung geboten. Das ist richtig. Ist Osama bin Laden tot, weil man Soldaten und nicht Polizisten geschickt hat, um ihn zu holen? Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, es war kein großes Interesse daran, Osama bin Laden lebend zu fangen. Gleichgültig, ob man nun Soldaten geschickt hätte oder Zivilisten. Ich weiß nicht, wie die Entscheidung hier ausgesehen hat. Niemand weiß das. Es wäre auch dumm, wenn das bekannt würde. Aber man kann sich doch vorstellen, was es bedeuten würde, wenn Obama angeordnet hätte, Bin Laden ist zu töten. Also, oder Bin Laden ist gefangen zu nehmen und in Amerika vor Gericht zu stellen. Was hätte das bedeutet? Es hätte auf jeden Fall bedeutet, dass Angriffe der Taliban eher verstärkt worden wären in Afghanistan und dass Al-Qaida hier und dort noch eher zugeschlagen hätte. Also das war, glaube ich, hat eine Rolle gespielt dabei. Und glauben Sie, dass der Krieg gegen den Terror gewonnen werden kann? Ich glaube, dass der Terror nicht ein Konfliktgegner per se ist, sondern dass es ein Phänomen ist, das man nicht so ohne weiteres besiegen kann. Der Terror wird in unterschiedlichen Formen, so wie Gewalt in unterschiedlichen Formen entsteht, immer wieder neu entstehen.